kommen jetzt die anderen so plötzlich her? Das war richtig sauber gemacht, das war richtig gut strategisch, jeder geht überall lang und genial. Das wäre nicht mal ein guter Spielzug hier. Jetzt der Tresor. Glaubst du, Al-Bashir ist da drin? Keine Ahnung. Finden wir es raus. Netkovic, öffne das Tor. Gesichert. Was zum Teufel ist das? Ein Tresor. Montez. Montez, los geht's. Du das? Ach, hier schon wieder Computerspielen, Alter. Wir müssen die Tür aufkriegen. Das sind sie hier. Die Zocker. Scheiße, ist die schwer. Ich geh rein. Waren wir nicht mal mehr? Gesichert. Heilige Scheiße. Das ist eine Goldmine. Das ein Laptop. Anscheinend wollten sie zerstören. Nein, kommt doch. Alles noch da. Packt alles ein und nehmt's mit. Oh, Scheiße. Hier gibt's Karten von Paris, New York. Und auf einem Zugfahrplan steht 6:02 Uhr. Heilige Scheiße. Komm hier rüber. Das ist radioaktiv. Findest du die Idee gut? Wir haben keine Wahl. Oh, Scheiße. Weißt du, was das ist? Nuklear. Bomben, russische. Da ist nur noch eine. Da ist noch Platz für zwei. Wo zum Teufel sind die anderen beiden? Hey, das müsst ihr euch ansehen! Oh, fuck. Das ist Al-Bashir. Wer ist der andere? Keine Ahnung. Sie kommen runter. Wir müssen die Bombe sichern und uns verpissen. Was ist mit den Infos? Nein, keine Zeit. Schnappen wir uns die Bombe und dann weg. Das ganze Gebäude stürzt gleich ein. Hier, Misfit 1-3. Durchführung Misfit, ich höre. Misfit, wir haben scheinbar eine Massenvernichtungswaffe gesichert. Break. Es könnte noch mehr geben. Misfit 1-3, Kontakt bricht ab. Hast du Massenvernichtungswaffe gesagt? Kein gutes Zeichen. Oh, Scheiße. Wieder mal eine Massenvernichtungswaffe gefunden. Zwei fehlen, ein Platz ist besetzt. Mission genossen. So, ich denke mal, jetzt gibt's wieder eine etwas längere Ladephase für die nächste Mission. Wie es weitergeht, bin ich auch mal total gespannt. So. Ja, ich find's bisher mal so ein kleines Fazit mal so zwischendurch. Also bisher ist es ganz gut. Nur ja, manchmal finde ich's bisschen unrealistisch, wenn da zum Beispiel gerade in dieser Situation unten in diesem großen Raum, wo die quasi von uns umzingelt waren und die Ewigkeiten gelebt haben, das finde ich dann unrealistisch, dass unsere nicht auf die dann schießen, sondern dass ich quasi alles erledigen muss. Das finde ich ein bisschen blöd und dass die Gegner teilweise doof sind. Das hat man gesehen, der erinnert zu der
der uns so den Rücken zugedreht hat, um auf die anderen zu schießen, aber uns nicht gesehen hat, weil wir dort so offen rumstanden, was auch schon ein paar Mal war. Aber sonst bisher hammergeil, muss ich natürlich sagen. Wo Negatives ist, ist natürlich auch immer Positives. So, und jetzt können es endlich mal weitergehen mit der nächsten Mission, oder? Ja, Gegner können aufstehen. Deswegen sollte man immer doppelt fördern. Stand gerade unten, das habe ich auch zwischenzeitlich gemerkt, dass die dann plötzlich mal wieder aufstehen. So wie bei dem einen Typi, den ich 20 Mal, 10 Mal, 20 Mal in den Kopf geschossen habe und da gar nichts passiert ist. Das ist natürlich auch sehr, sehr realistisch. Können wir mal ausprobieren. Wer stellt sich zur Verfügung? Dann testen wir das mal aus. Ah ja. 15 Metern Luftlinie, 20 Mal im Kopf. Naja, was soll's. So. Ist jetzt langsam mal fertig. Ich glaube, ich werde das jetzt hier überspringen und dann warte ich jetzt hier mal ab. Es sei denn, es ist jetzt fertig, weil ich will es eigentlich jetzt nicht unterbrechen. Aber es scheint so zu sein. Oder? Nee, ich werde... Komm schon, werd fertig. Los!